Hallo, hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Array wiederherstellen können, das auf einem Western Digital NAS-Gerät aufgebaut ist. Wie man ein RAID-Array erstellt, wie man einen Netzwerk-Rekorder hinzufügt und wie man Daten von einem unbrauchbaren NAS wiederherstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Ein NAS ist ein Gerät, das als Dateiserver verwendet wird und verschiedenen Clients Zugriff auf Daten bietet. Um die Zuverlässigkeit der Informationsspeicherung zu erhöhen und mehrere Festplatten zu einem Speicher zu kombinieren, verwenden solche Geräte in der Regel die RAID-Technologie, aber selbst die zuverlässige Art von RAID kann ihre Daten nicht von dem Verlust schützen. Hardware- und Softwarefehler, Fehlkonfiguration, versehentliches Löschen und Formatieren einer Festplatte sind unabhängig von der Zuverlässigkeit der RAID und führen in jeder dieser Situation zu einem 100%igen Verlust wichtiger Informationen. Zur Wiederherstellung von Daten von NAS müssen Sie das Gerät zerlegen, die Laufwerke direkt an Ihrem Computer anschließen und eine Datenwiederherstellungssoftware verwenden. NAS-Speicher laufen normalerweise unter dem Linux-Betriebssystem, daher sind ILE-Volumes für Dateisysteme formatiert, die auf diesem Betriebssystem basieren, wie XXE, XPS und BDFS. Bei der Auswahl eines Wiederherstellungsprogramms müssen Sie auf deren Unterstützung achten. Weiter im Video analysieren wir die Datenwiederherstellung auf einem WS Share Space Gerät mit einem Modell für 4 Festplatten, WDA. ANSC 40000. Sehen wir uns zunächst den Prozess zum Erstellen eines RAID-Arrays an. Ich zeige Ihnen beispielsweise, wie Sie ein RAID 5 erstellen. Öffnen Sie das WD-ShareSpace NAS-Verwaltungsmenü, gehen Sie in den erweiterten Modus und gehen Sie auf die Registerkarte Storage. Dann auf Volume RAID-Management. Standardmäßig wird nach der Installation des Systems ein Composite Volume aus den an das Gerät angeschlossenen Festplatten erstellt. Das heißt, alle Laufwerke werden zu einem zusammengefasst. Um den RAID-Level zu ändern, wählen Sie den gewünschten Level, in meinem Fall RAID 5, und klicken Sie auf Bestätigen. Wenn Sie darauf hingewiesen werden, dass bei diesem Vorgang alle Daten überschrieben werden und die Wiederherstellung von RAID 5 16-17 Stunden dauern kann, klicken Sie auf OK. Der RAID-Prozess wurde gestartet und die RAID-Konfiguration wurde erfolgreich geändert. Die Resynchronisation-Formatierung ist im Gange. Wir können unser RAID 5 Volumen mit 3 Festplatten sehen. Die letzte Spalte zeigt den Status an. Der Wiederaufbau ist im Gange. Jetzt müssen wir warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist, um einen Netzwerk-Rekorder zu erstellen und Daten auf die Festplatte zu schreiben. Während das RAID erstellt wird, lassen Sie uns PTP für den Zugriff auf das NAS aktivieren. Gehen Sie dazu auf die Registerkarte Netzwerk, Dienste und aktivieren Sie PTP, markieren Sie das Kätzchen und klicken Sie dann auf Submit. Nachdem wir den Wiederaufbau der Festplattenarrays abgeschlossen haben, können wir Netzwerkordner erstellen. Öffnen Sie zum Erstellen die Registerkarte Speicher Storage. Gehen Sie zu freigegebenen Ordner. Um einen neuen Ordner hinzufügen, klicken Sie auf das Plus-Heim. Geben Sie dann einen Namen für das neue Verzeichnis an, eine Beschreibung, prüfen Sie die Netzwerkdienste und bestätigen Sie. Richten dann den Zugriff auf den Netzwerkordner ein. Ich werde den universellen Zugang aktivieren, indem ich das Kätzchen hier
ankreuze. Bestätigen. Sobald es verfügbar ist, navigieren Sie zu dem Netzwerk und schreiben Sie Daten darauf. Ein Hardware oder Software, eine Konfiguration, ein versehentliches Löschen, eine Formatierung und so weiter können zum Verlust wichtiger Daten auf dem Festplattenarray eines Netzgeräts führen. Um in einem dieser Fälle Informationen abrufen zu können, benötigen Sie ein zuverlässiges Tool. Admin Red Recovery ist eine umfassende Lösung zur Wiederherstellung von Netzgeräten, mit der Sie Ihre Dateien in einer Vielzahl von Fällen wiederherstellen können. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, einschließlich NAS-Systeme. Das Dienstprogramm verfügt über einen automatischen, vorschriftlichen Scan-Mechanismus, der die für die Wiederherstellung benötigten Informationen findet. RAID, Startsektor, Blockgröße, Anzahl und Reihenfolge der Festplatten. Die Datenwiederherstellung von NAS ist von Einzelplattenstationen und von Platte-Arrays, die in RAID kombiniert sind, möglich. Beachten Sie, dass Sie vor Beginn der Datenwiederherstellung freien Festplattenspeicher in Höhe der Kapazität der wiederherstellenden Daten vorbereiten sollten, um die wiederhergestellten Informationen von NAS zu kopieren. Entfernen Sie die Laufwerke aus Ihrem NAS und schließen Sie sie an Ihrem Betriebssystem PC an. Stellen Sie sicher, dass alle Laufwerke von der Windows-Datenträgerverwaltung erkannt werden. Klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf das Startmenü und öffnen Sie die Datenträgerverwaltung, um sie zu starten. Wenn Sie aufgefordert werden, die Festplatten zu initialisieren, stimmen Sie in keiner Weise zu, die Sie dadurch möglicherweise überschrieben werden. Wenn Sie versuchen, Daten von RAID 5 wiederherzustellen und auf der Hauptplatine des PCs, an den Sie die Laufwerke anschließen wollen, nicht genügend Steckplätze vorhanden sind, können Sie ein Laufwerk weniger als die Gesamtplatz der Laufwerke im NAS anschließen, da dieser RAID-Typ auch ohne ein Laufwerk funktioniert. Installieren Sie Hetman RAID Recovery auf Ihren Computer und führen Sie die Software aus. Dank seines automatischen Scan-Mechanismus scannt das Dienstprogramm die Laufwerke, subtrahiert Serviceinformationen von ihnen und baut das aufgefallene RAID wieder zusammen. Und dann wird eine Zusammenfassung der RAID-Informationen angezeigt, um sie sollte überprüfen, ob die Software die richtig erkannt hat. Wenn die Parameter falsch definiert sind, müssen Sie das RAID manuell im RAID-Konstruktor zusammenstellen. Um nach Informationen zu suchen, klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf das Laufwerk Öffnen. Wählen Sie die RAID der Analyse und starten Sie den Scan-Vorgang. Die Software analysiert die Laufwerke und zeigt deren Inhalt an, wenn sie fertig ist. Wie Sie sehen, hat es alle Daten auf allen Festplatten des Array gefunden. Im Falle von RAID 5 funktioniert es sogar ohne eine einzige Festplatte. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den an, wo Sie sich speichern möchten, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Sobald der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, befinden sich diese Dateien in dem Ordner mit dem angegebenen Pfad. Die Software ist auch in der Lage, Daten wiederherzustellen, selbst wenn das Laufwerk versehentlich gelöscht oder formatiert wurde. Nach der Analyse sehen Sie die gelöschten Dateien, die durch ein rotes Kreuz gekennzeichnet sind. Eine Vorschau erleichtert Ihnen die Suche nach den gewünschten Fotos, Videos und Dokumenten.
Markieren Sie versehentlich gelöschte Daten und stellen Sie sie wieder her. Bei der Analyse von RAID mit dem Betriebssystem zeigt die Software mehrere Arrays an. Ein gespiegeltes RAID mit dem Betriebssystem und ein viertes RAID mit den Daten. Wenn Sie Daten aus dem Systemordner wiederherstellen müssen, analysieren Sie das Spiegel-RAID, aus dem sich die Systemdateien befindet. RAID Recovery ist einfach zu bedienen. Es findet automatisch alle für den Wiederaufbau erforderlichen Parameter, wie den Startsektor des RAID, die Blockgröße und die Reifenfolge des Festplatten. Wenn ein Datenträger beschädigt ist oder die Serverinformationen beschädigt sind, können Sie möglicherweise kein automatisches RAID erstellen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten Arrays kennen, können Sie dies mit RAID Constructor manuell tun. Öffnen Sie den RAID Constructor. Wählen Sie in diesem Fenster manuell erstellen, füllen Sie die Datenfelder zu Ihrem RAID aus. RAID Typ, Reifenfolge und Größe der Blöcke. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen es besteht. Verwenden Sie die Pfeile, um Ihre Reifenfolge festzulegen. Fehlende Felder sollten durch Klicken auf das Pluszeichen ausgefüllt werden. Wenn die Parameter unterm Richtigen angegeben sind, hat das RAID in der Regel mindestens eine Partition. Erwarten Sie sie, um zu prüfen, ob die richtigen Ordner vorhanden sind. Wenn die erforderlichen Ordner angezeigt werden, wurde das RAID korrekt erstellt. Nachdem Sie alle Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Danach öffnet sich der Festplattenmanager, in dem das RAID erscheinen sollte. Zum Wiederherstellen analysieren Sie das neue hinzugefügte Array. Suchen Sie benötigte Dateien. Wählen Sie aus und stellen Sie wieder her. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.